Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Elder's Blood. Wir wurden gerade von Floyd Halbert ans verfallene Anwesen entführt. Und zwar wollten wir vom Turm der Liebe eigentlich jetzt zum Marktplatz. Und der Typ hat uns gehijackt vom Turm der Liebe hier runter zum verfallenen Anwesen. Seinerzeit ein architektonisches Meisterwerk, nur noch eine Ruine. Ein Sommerpalast eines inzwischen verstorbenen Zweigs der Blackwell-Familie. Einst ein Ort von ausschweifenden Gelagen spiegelt dieses Gebäude nur noch den Untergang seit der Ankunft der Bestien wieder. Die befestigten Türme und Burgen haben diese Zeit besser überstanden als solch luxuriöse Bauten. Gut, dann gehen wir mal hier zur die graue Lady. Bevor wir reingehen, hier ein Wort der Warnung, Jäger. Ihr werdet der Dame gegenüber eure besten Manieren an den Tag legen, ansonsten werdet ihr rausgeschmissen. Habt ihr mich verstanden? Ich werde eure Dame in keinster Weise beleidigen, ihr habt mein Wort. Dann lasst uns hineingehen. Das ist der Jäger, den wir haben rufen lassen? Yes. Ja, meine Dame, er ist zu dem Dorf gereist, wie ihr es angeordnet habt. Ist er? Ausgezeichnet. Sagt mir, Jäger, habt ihr dort Dorfbewohner angetroffen? Nein, meine Dame, nur kleinere Blutspuren. Ich verstehe. Dann müssen sie bereits fortgeschafft worden sein. Fortgeschafft, meine Dame? Hunter. Wir haben euch nicht rufen lassen, um eine belanglose Krise in einem Dorf zu klären. Nun, nicht ausschließlich dafür. Wir haben euch ehrlich gesagt hergebracht, da wir der Meinung sind, dass sich die Stadt in größter Gefahr befindet. Eine Bedrohung, die aus meinem eigenen Haus kommt. Also plant ihr einen Umsturz? Warum wollt ihr uns in eure politische Scharmützel hineinziehen? Wir sind Jäger, keine Gesetzeshüter. Die Situation rund um die Ältesten meines Hauses ist sehr viel finsterer, als ihr ahnt. Sie sind mächtig, viel mächtiger als ich. Wir werden also unsere Rolle in ihrem kleinen Spielchen spielen müssen, um keine Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Halbert ist seit meiner Kindheit ein treuer Diener. Er wird im Turm der Liebe bleiben und euch weitere Aufgaben der Ältesten zuteilen. Wir werden sie davon überzeugen, dass ihr nicht mehr als ein nützliches Werkzeug seid. Keine Sorge, ihr werdet für diese Aufgaben entlohnt werden. Die Waffenkammer unseres Hauses ist ausreichend mit wertvoller Ausrüstung ausgestattet. Das klingt sehr gut. Aber euer tatsächlicher Auftrag wird nicht von den Ältesten kommen. Nein, wir werden gegen die Ältesten arbeiten. Das könnte uns alle in Lebensgefahr bringen, also seid vorsichtig, Jäger. Sämtliche Bewohner aus dem Dorf, das ihr befreit habt, sind verschwunden. Ich kann leider nicht sagen, wohin, da mein Rang nicht hoch genug ist, als dass man mir solche Informationen anvertrauen würde. Ihr werdet zu diesem Dorf zurückkehren und versuchen herauszufinden, wohin sie gebracht wurden. Seid meine Augen und deckt dieses Geheimnis auf. Okay, das klingt eigentlich ganz interessant. Dann gehen wir wohl tatsächlich nochmal zurück zu dem Dorf, anstatt jetzt dahin, wo ich eigentlich hin wollte, nämlich zum Marktplatz. Aber wenn die Questreihe da weitergeht, soll mir das recht sein. Soll mir nur recht sein. Diese Dorfbewohner wurden von Vertretern der Ältesten von Haus Blackwell entführt. Bevor wir versuchen, sie zu finden, müssen wir zunächst einmal ergründen, warum sie überhaupt fortgeschafft wurden. Dafür gibt's... Minus 4 Geruchsweite, das ist echt gut. Mechanische Teile, 1800 Erfahrung. Ich würde gerne einen neuen Jäger rekrutieren. Und zwar sie hier. Oder ihn hier. Weil erstens ist der relativ günstig und zweitens ist der ziemlich gut. Der stinkt zwar wie Sau, aber das können wir ja gleich negieren. Außerdem ist der halt echt schnell. Zack. Den hier finde ich nicht so geil, deswegen... Neue Jäger! So, was ist das hier? Der hat eine schwere Waffe, eine doppelläufige Schrotflinte. Das ist schon mal gut. Relativ viel Ausdauer. Aber der stinkt. Aber der ist... Der hat mehr HP. Der hat mehr Ausdauer hier. Ansonsten... sind die ziemlich gleich. Was mit ihm? Jesus, der ist echt gut. Der ist richtig gut. Da kann es noch nicht ganz so weit laufen. Mit einer 8. Aber er hat viel Ausdauer. Den nehme ich. Was hat der? Eine Pestklinge. 30 bis 40 Schaden. Statuseffekt Pest. Ein Schnitt, welcher eine widerlich riefende Wunde hinterlässt. Verursacht Giftschaden. Cool. Willkommen an Bord. So, die Karawane zieht weiter, würde ich jetzt normalerweise sagen. Aber das ist inkorrekt. So, wir haben jetzt 6 Jäger.
Und ich muss die natürlich erstmal benennen. Das hier wird... wie will ich denn, dass der aussieht? Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Passend dazu... Oh. Er hat ein einzigartiges Ding. Das behalte ich mal mit dem. Aber umnennen möchte ich ihn definitiv. Das hier wird... Mike McConnor. Gut. Dann haben wir hier noch irgendeinen Dude, den... haben wir mit dem Porträt schon in der Gruppe, deswegen möchte ich ein anderes Porträt. Wir nehmen mal das hier. Das passt auch ganz gut zu dem Look. Und du bist... Alexander. Wobei, nee, Alexander ist nicht so britisch. Was ist denn schön britisch? Jimmy. Blue. Ochsen. Nein, natürlich nicht. Jimmy. Barnabay. Klar. Und dann können wir ja mal niemanden opfern. Quatsch, das machen wir noch nicht. Das machen wir später. So, wir nehmen mit. Ich finde die Harpune echt zu gut, deswegen will ich die eigentlich weiter dabei haben. Pater Joe ist ein richtiges Opfer, den würde ich gerne mal noch weiter mitnehmen. Damit er ein Level aufsteigt, also noch ein paar Level aufsteigt und wir den dann entsprechend opfern können. Du hältst dich ganz gut, du kannst mal raus. Und dafür nehmen wir Jimmy mit. Mit seiner Pestklinge. Ich würde aber gerne ihm eine Knarre geben. Ich würde ihm tatsächlich gerne das hier geben. Dann ist er zwar gigaslow, aber er kann das Ding halt abfeuern und sich danach nochmal bewegen, weil er so viel Ausdauer hat. Ich denke, das ist schlau. Vor allem kann der damit zweimal angreifen und dann nochmal sich ein halbes Feld wegbewegen. Ja, das ist eigentlich ganz geil. Was haben wir denn hier noch für ein Talisman? Was macht das? Gesundheit plus 10. Ich meine, besser als nix. Und du kriegst eine Zikade. Weil du so viel Leben hast. Gut, was haben wir denn für den Pater? Ein Jagdmesser. Kann ich dem nicht... Jawohl, eine doppelläufige Schrotflinte. Gebe ich dem tatsächlich? Dann kann der ein bisschen Bumm machen. So, das kriegt er auch wieder. Er könnte noch einen Talisman equippen und vielleicht mache ich das tatsächlich. Ne, den will ich ja ziemlich schnell opfern. Der soll mal so bleiben, wie er jetzt ist. Seine Zikade kann er behalten. Gut. Okay, dafür kriegen wir das Ding mit dem Geruch und ziemlich viel XP. Let's go! Benutze den sechsten Sinn, um Feinde ausfindig zu machen, die außerhalb deines Sichtfelds sind. Dadurch werden zwar ihre Positionen, aber nicht der Feindtyp enthüllt. Wir stinken nach Nordwesten. Okay. Das sind Fußspuren. Sie führen in Richtung Norden. Wie es scheint. Wie könnten wir sie übersehen, als wir zum ersten Mal hier waren? Wir haben nicht nach ihnen Ausschau gehalten. Töte 5 Bestien, also muss ich da lang. Zu diesem dunklen Ritualplatz. Alles klar, sind da Käfige? Habe ich mir ganz schön... ganz schön was vorgenommen. Und mein Gestank zieht natürlich Richtung Nordwesten. Na toll. Den kann man einfach umgehen. Töte mindestens 5 Bestien. Ja, aber ich muss ja auch hier hin. Wahrscheinlich sind gar keine 5 Bestien auf dem Weg dahin. Ha? So, Pater Joe. Geh mal dahin. That's a big one. Der muss weg. Der muss ganz dringend weg. So, wir stinken nach Nordwesten. Das heißt, ich möchte eigentlich, dass wir alle möglichst hier in dem Busch stehen. And now you can't see me. Geh mal hier hin. Ja, doch, das ist ganz gut so. Bleib mal genau da stehen. So, der dürfte ja jetzt theoretisch nicht in unsere Richtung laufen, oder? Außer er läuft jetzt tatsächlich versehentlich dahin, das wäre ungünstig. Aber er macht's nicht. Sehr gut. Okay, du hast The Peng Peng. Lauter Schuss, präziser Schuss. Chief. Okay, du machst Festnageln. Spießt die Beine des Ziels auf für kurze Zeit und zu festhalten. Wieso kann ich das nicht machen? Ziel nicht in Reichweite. Das kriege ich aber hin, oder? They won't see me there. Ja, guck mal, da kann ich den festnageln, wenn ich das möchte. Lähmung 2.
Wow. Dann kann ich den richtig hart wegballern. Die brauchen ja fast keine Ausdauer, das ist ja voll geil. Ja, nice. Dann nagel den mal fest. Gelähmte Einheiten können sich nicht bewegen, aber immer noch Aktionen wie Angriffe ausführen. Gelähmte Einheiten sind anfällig gegenüber Stichschaden. Aha. Make a wish. Stichschaden. Das ist kein Stichschaden. Das ist auch kein Stichschaden. Ist aber nicht so schlimm. Wie weit muss ich denn daran? Kannst du den jetzt erstmal anballern? Macht zwar ziemlich viel Krach, aber... Du kannst sogar noch nachladen, aber dann bist du gestunt. Ready. Irgendwie suboptimal. Aber du kannst ja nächste Runde... Ich überleg mal. Ich schau mal gleich. Was ist das? Doppelschuss. 20 bis 50. Voll beide Gewehrläufe schon. Läufe müssen danach abkühlen. Okay. Aber das macht ja mehr Schaden. Ach, es kostet aber wen... Hm? 20 bis 50. 30 bis 80. Schnall ich nicht. Okay. Wir gehen mal dahin. Ah ja, jetzt kann er schon schießen. Bang! Und ich kann sogar nochmal schießen, ohne dass ich down gehe. Schönes Ding. Geh in Deckung. Jetzt kann der auch nachladen, weil jetzt ist es egal. Ach shit, ich hätte jetzt auch einfach eine Runde warten können, dann wär's. Hätte ich laufen können und. Oh oh! Ah mein Gott, wieso hat er den. Hä? Wie konnte er den denn sehen? Oh mein Gott, noch so ein X! Big Yikes! Biggest Yikeses! Ah mein Gott. I can see you too, sweetie. Ist auch ein schöner Satz. Warum auf den? What the fuck? Wahrscheinlich, weil er leichte Beute ist. Jimmy! Dunkelheit regt sich. Bitte? Wie darf ich das verstehen? Du knifst den jetzt richtig weg. Halt die Schnauze, du Viech. So, einmal. Natürlich ungünstig. Ich kann beide aber betäuben. Zack. Einmal. Ich betäube zwar beide meine Charaktere auch, aber... Die Tiere auch. Also die Tiere, sage ich, die Monster. Stich den einfach ab. Dann hat er nämlich keine Ausdauer mehr. Haha. Jetzt liegen wir alle da und machen... So. Und er steht jetzt zuerst auf... Kommt, meine Lakaien. Ist das Gott? Make a wish. Leg das mal an. Stich mal den da ab. Von Gift betroffene Einheiten verlieren 30 LP zu Beginn jeder Runde und können nicht geheilt werden. Vergiftete Kämpfer sind anfällig gegenüber chemischen Schaden. Behandle Vergiftung, indem du Gegengift dafür abbrichst. Okay. Here comes the pain. Also werden wir in naher bis ferner Zukunft auch mal vergiftet. Okay. Und jetzt kannst du mal chillen. So, jetzt haben wir drei Gegner. Oh mein Gott. Okay, da sind noch mehr. Jesus Christ. Aber du kannst den eigentlich ganz gut anlocken, weil du hast ja schon nachgeladen, ne? Präziser Schuss, 80 Schaden. Das Ding hat 80 Leben. Das ist ja praktisch. Bang. Oh, Crit auch noch. Das ist einfach geplatzt. Okay, geh mal hier rein. Du gehst mal da nach vorne. Und heiz dich. Und heiz dich nochmal. Und machst mal eine Pause. Du gehst mal... Gehst mal darüber. Man sieht nicht, was da ist. Okay. Dann warten wir eben mal schnell und schauen mal gleich nach. Ach, es ist noch so ein Ding. Kommt, meine Lakaien. Theoretisch müsstet ihr den ganz gut niederschlagen können. Giftiger Kreischer. Damit hat sich auch schon erledigt, wann wir. Auf solche Wesen treffen. Kannst du den auch backstabben? Müsste doch möglich sein, oder? Wir nageln jetzt einfach mal auf dem rum.
Es ist noch nicht tot. Es kriegt zwar jetzt gleich 30 Schaden. Wenn es das überhaupt kriegt, weil das ist ja ein Giftwesen. Giftiger Kreischer, anfällig für Gift. Resistent gegen Gift. Fragezeichen? Ah ne, gegen Chemie. Okay. Naja, du stichst einfach auch mal mit einfach ein. Kann ja nichts Schlechtes sein. Guck mal, so bist du sogar. Der ist definitiv tot, weil der verblutet jetzt und ist vergiftet. Der ist tot. Der ist gone. Runde beenden. Einfach aufgelöst. 50 Schaden. Jesus. Die Dunkelheit regt sich. Ready when you are, Chief. Wir haben hier nichts mehr in der... Nee, Dunkelheit, Aktivität ansteigend. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber wahrscheinlich werden wir langsam wahnsinnig mit jeder Runde, die vergeht. Gut, da ist nichts. Das heißt, ihr könnt da mal alle aufholen. Und dann beenden wir die Runde. Und mal sehen, was passiert. Ach, ich hätte doch den Sniper nachladen lassen. Vielleicht sollte ich das jetzt machen. Sag mal nach. Und wir warten noch eine Runde. Das braucht zwar dann eine weitere Runde, wie gesagt, aber das ist besser, als jetzt gleich ohne Munition dazustehen. Ach, ist jetzt, wir sehen einfach weniger, kann das sein? Ich sehe nichts mehr. Auf die Entfernung sehe ich hier nichts mehr. Naja. Du, Ren, geh mal vor. Was? Gott, was ist das? Ein Brunnen? Es stinkt nach Blut wahrscheinlich. Blut. Wir müssen die Käfige öffnen. Okay. Können wir machen. Oh! Ein Totenwandler. 350 Leben. Geh mal da lang. Das ist wesentlich interessanter als ich. Kommst du da hin? Ich glaube nicht. Shit. Ich würde den Sniper da gerne reinsetzen. Getting into hiding. Fido inside. Oh. Shit. Lock den mal dahin. Here comes the pain. Damit er nicht in dich reinläuft. Ja, weil jetzt läuft sie nach da oben, hoffe ich. Weil der stinkt so weit, das ist unglaublich. Und du gehst mal. Ich will den Schwebenden definitiv zuerst tot haben. Wie viel Ausdauer hat der? Ach du Scheiße. Vielleicht kann ich die ja umgehen. Okay, damit ich nicht gefunden werde. Wobei es ist so unwahrscheinlich, dass sie dahin läuft. Vielleicht kann ich sie ja auch weiter nach oben locken. Kann ich bestimmt. Wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich den Stein ja da oben hinwerfen. Interessiert sie nicht, okay. Hoffen wir mal, dass sie... Oh mein Gott, er ist straight einfach da runtergelaufen. Oh mein Gott! Oh oh! Ach, scheiße, das wird nix. Wie sollen wir den schaffen? Jesus Christ! Weil der prügelt ja jetzt gleich einfach wieder auf Doran drauf, ne? Resistent gegen alles. Status alarmiert. Irgendwie ungeil. Du müsstest auch nachladen. Braucht auch ewig. Aber du könntest den wenigstens backstabben. Da sind noch mehr? What the fuck? Ich habe gar keine Wahl, ich muss mich zurückziehen. Aber ich komme ja jetzt hier nicht mehr raus. Mach mal einen Stein da hinten. Vielleicht dreht sich da um. Sehr gut, dann kann ich jetzt hier durchschleichen. Und mich versuchen, erstmal um den da zu kümmern. Getting into hiding. Du kannst mal. Wie viel Schuss brauchst du? Und wie viel Ausdauer meine ich? 2,5. Das heißt, wenn du dahin gehst, kannst du zumindest mal schießen. Huh, das war ja nicht so viel Schaden.
30 Schaden. Und das Ding folgt uns auch. X. Okay. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich müsste den eigentlich festnageln, aber das kann ich nicht, weil ich nachladen muss. Ist das so richtig? Festnageln. Wollt mal. Spießt die Beine des Ziels auf, um das für kurze Zeit an Ort und Stelle festzuhalten. Das klingt eigentlich ganz gut. Lähmung. Nice. Ups, das wollte ich nicht. I'm here, Chief. Kannst du den backstabben? Ja. Von hier. Ah, mein lieber Stank. Shit. Okay. Geht scheinbar trotzdem. It's already dead. Liegt am Boden, blutet. Ist gut. Liegt am Boden und blutet. Das ist sehr, sehr gut. Du hast keine Ausdauer mehr. Du musst, nachladen. Shit. Du kannst aber mal hier auf die Schwebende einstechen. Und dann ist sie definitiv gestunt. Und vergiftet. Sie ist jetzt nächste Runde raus. Er kann sich nicht bewegen für 2 Runden, wie es scheint. Ability und Cooldown. 3 Runden Abklingzeit. Ha! Ich würde mal sagen, lauf. Lauf um dein Leben. Und friss eine Zikade. Friss noch eine Zikade. Und jetzt, skip. So, sie hat 50 Schaden bekommen. Die Dunkelheit regt sich. Ja, ja. Die Dunkelheit regt sich in mir auch. Huh. Okay. I'm here, Chief. 18 HP. Was ist das? Verbannen. Tötet einen niedergeschlagenen Gegner sofort. Oh. Okay, Moment. Wie mache ich das? Ich hätte da stehen bleiben können, ich hätte ihn ja schneiden können. Der ist ja jetzt anfällig dagegen. Shit. Das wäre schlau gewesen. Aber ich krieg seine Stamina eh nicht runter. 2, 4, 6. Ja, doch, ich krieg sie runter, aber dann könnte ich sonst nichts machen. Dafür müsstest du nachladen. Hast du nachgeladen? Nee. Aber du kannst nachladen und angreifen, ne? Nee, kannst du auch nicht. Shit. Okay, dann mach du die platt. So, Problem gelöst. Und du läufst da runter. Du lädst mal nach. Und läufst auch darunter. Ach, kann ich nicht. Hört jetzt hier die Map langsam auf, oder was? Hör mit zu deinen Freunden. Und du kannst auch mal nachladen. Und dann hier zumindest mal noch mit nach unten laufen. Und dann mal sehen. Hi, hi, hi. I'm here, Chief. Das läuft nicht wie geplant. Lasst euch sagen, so wollte ich das nicht. Ich muss dem die Ausdauer wegballern. Oder die HP, je nachdem. Braucht beides gleich viel. Feuer mal deinen donnernden Schuss ab. 10 Ausdauer weg, sind 10 Ausdauer weg. Lauf ein paar Schritte nach hinten. Hast du dich gerade nachgeladen? Ah ne, Shotgun Joe hat nachgeladen, ne? Ne, hä? Irgendwie ist das irgendwie gerade weird. Weiß auch nicht. Going dark. Mal gucken. Kommt der zu uns? Ja, ne? Der riecht uns ja jetzt wieder. Aber der kommt nicht bis zu uns ran, oder? Ne. Make a wish. Das heißt, ich kann ihn jetzt wieder festnageln. Going for a kill. Ja.
Und jetzt können die anderen ihn zerschnetzeln. Make a wish. Hoffe ich. Hoffe ich kontert er nicht. Oh! 50 Schaden. Jesus. Das ist ganz gut. Und du machst jetzt auch nochmal viel Schaden. Bumm. Ja, die 15 Schaden hat er widerstanden. Das ist nicht so schlimm, aber er ist trotzdem vergiftet. Jetzt gehst du mal ein paar Schritte weg, damit der dich nicht schlägt. Du machst bitte nichts und du gehst auch mal ein paar Schritte weg. So, jetzt kann er sich nicht bewegen. Ja, ja, kommt mein Lakaien, bla 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 bla. Und jetzt kann er sich nicht bewegen, wie gesagt. Jetzt sind wir wieder dran. Jetzt kann ich wieder auf ihn einhacken. Und jetzt sollten wir den eigentlich diese Runde tot kriegen. Zack. Ja, der macht halt echt keinen Schaden, der Jimmy. You have my attention. Jimmy! Going for a kill. Mehr Bleed! 50 Schaden und er liegt am Boden. Das heißt, wir haben jetzt Zeit. Ich kann nochmal auf ihn einschlagen, dann müsste der eigentlich jetzt tot sein, oder? Genau, weil der kriegt jetzt nochmal 50 Schaden. Das reicht auf jeden Fall, um seine 13 HP wegzukriegen. 15 HP, na gut. Alle in Deckung. Alle in Deckung. Alle in Deckung. Alle eine Runde warten, dann alle eine Runde nachladen, dann alle eine Runde rein und versuchen, die Käfige aufzukriegen. Wir gehen links lang. Links gehen wir lang. Weil wir wissen, da ist noch ein Jauler, den können wir den weghauen. So. Nachladen. Nachladen. Und der ist nachgeladen. Gut. Warten. Schön taktisch, schön ruhig. Das ist hier nicht XCOM 2. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich habe keine begrenzte Rundenanzahl. Was ich übrigens immer noch beschissen finde, aber. Da ist ein Dogger. Da ist ein Dogger. Kannst du den von hier treffen? Das ist das Shotgun. Du triffst ihn nicht. Was ist denn, wenn du hier hingehst? Was ist denn, wenn du hier hingehst? Hier kannst du ihn treffen. 60 bis 120 Schaden. Ready. 60 bis 80 Schaden. Ready when you are, Chief. Wenn ich ihn anschieße, dann kommt er ja zu uns, oder? 60 Schaden. Meh. You have my attention. Weißt du was? Ehrlich gesagt, geh mal einfach wieder. Geh mal einfach zurück. Hör mal ein bisschen zurück. Du gehst mal zurück. Und ihr wartet da jetzt alle, weil der kommt ja jetzt automatisch zu euch. Aber der schafft es ja nicht zu uns, das heißt, wir kriegen keinen Schaden. Oder er bleibt da wieder stehen. Stärker werdend. Okay. Make a wish. So. Du hast gerade gefeuert. Also du darfst ihn jetzt mal backstabben gehen. Here comes the pain. Das merkt er nie. Sag ich ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. You have my attention. Backstabberoni. Sollte alles kein Problem sein. Blutet und ist vergiftet und kriegt jetzt gleich nochmal Schaden. Das heißt, er müsste eigentlich sterben, oder? Wie viel Schaden macht das Ding? 20 bis 30. Muss nicht sein, aber vielleicht. Gucken wir mal. Bleed und Poison ist auf jeden Fall drauf. 50 Schaden, er lebt noch. Aber er hat auch noch Gift drauf, ne? Das heißt, der ist eigentlich tot, jo. Also wir können den links liegen lassen. Weil er stirbt jetzt nächste Runde am Gift, wenn er dran ist. Also selbst wenn er jetzt gleich aufsteht, ist das egal. So, da ist noch irgendein Ding. Ready when you are, Chief. Und da oben ist bestimmt auch noch eins. Jo, und da sind noch zwei. Oh mein Gott. Lad mal nach. Könntest sogar noch schießen jetzt, ne? Jo. Chief. Geh mal hier rein. So eine. Okay. Dann geht ihr mal beide darüber.
Und du kannst da stehen bleiben. Wir warten. Er stirbt am Gift. Er verzieht sich. Mist. Mächtige Winde, gehorcht mir. Dunkelheit, das Wetter verändert sich. Die Dunkelheit ist der pervertierte Wille der... ist der pervertierte Willen der fauligen Überreste Gottes. Jene Form von Göttlichkeit, die als wilde, chaotische Energie übrig geblieben ist. Es kann sich auf dem Schlachtfeld auf verschiedene Arten manifestieren. Manchmal wird dadurch das Wetter und die Windrichtung spontan verändert. Achte stets auf Veränderungen, da selbst kleinste Änderungen in der Windrichtung dramatische Konsequenzen haben können. Jäger können mit Hilfe ihres sechsten Sinnes die Stärke der Dunkelheit jederzeit einschätzen. Je stärker die Dunkelheit wird, desto stärker sind auch ihre Auswirkungen. Hoch. Ja. Dann laufen wir hier rauf. Hier ist ein Baum. Aber kein Wesen. Das ist irgendwie ungünstig. Ich würde den gerne sehen. Kann ich den nicht aufdecken? Ist der so weit weg? Da ist er. Ich kann sie jetzt anschießen. Kann ich nicht, sie ist so weit weg. Okay. Aber du kannst sie anschießen, oder? Nee, auch nicht. Lauf mal damit hoch. Und läufst mal damit rüber. Schön in der Nähe bleiben, Leute. Okay. Der macht jetzt die Augen auf. Sollte ja eigentlich nichts passieren, solange ich da nicht reinrenne. Schätze ich. Also ich kann jetzt theoretisch schießen. 80 Schaden. 120 Leben hat die. Jetzt, wenn er schießt und der andere schießt, dann ist eigentlich fein. Funk. I'm here, Chief. Und du schießt. Kein Problem, alles easy. Kannst du noch nachladen? Ne, da bist du gestunt. Ja. Wir warten wieder. Jetzt macht der Baum seine Augen zu. Schlafe, mein Bäumchen, die Dunkelheit regt sich. Ich weiß nicht, das macht mir Sorgen, finde ich nicht gut. Puh. Pater Joe. Mach mal den Käfig auf. Mach mal den Käfig auf. Wo ist das Wesen? Da drüben. Geh mal. Dammit. Geh mal wieder zurück. Wir sind ja nicht doof, wir gehen jetzt einfach hier lang. Getting into hiding. You have my attention. Und du gehst auch da unten lang. They won't see me there. Und wir warten. Ich hätte bestimmt mal nachladen können, aber das kann ich jetzt gleich immer noch machen. Ich will nicht unbedingt an dem Baum vorbei. Ich weiß nämlich immer noch nicht, was dieser Baum tut. Getting into hiding. Gehst mal da rein und lädst nach. Du bist also bereit. Bereit für alles, was ich dir aufbürde. Du gehst mal... Du gehst mal dahin. Und du gehst mal dahin. Okay. Gegnerischer Zug. Lass mal bitte erstmal nach. Und dann holst du mal auf, indem du dahin rennst. Und dort wartest. Und der Typ mit der Sniper, der kann mal da sitzen bleiben. Der macht nämlich sonst eh Quatsch. The Long Pursuit. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber wir haben irgendwas freigeschaltet. Also irgendein Achievement. Seid ihr eigentlich Achievement Hunter oder so? Weil ich persönlich finde, ja, Achievements sind ganz nett. Achso, das ist bloß so ein Ding. Okay, das ist ja easy. Also ich persönlich finde Achievements ganz nett. Man freut sich schon so ein bisschen, wenn man sie kriegt, aber deswegen jetzt ein Spiel länger spielen oder weniger spielen, würde ich nicht machen. Das wäre mir dann doch egal. Weil ich spiele ja das Spiel nicht für die Achievements, ich spiele das Spiel ja, weil ich die Story oder das Gameplay haben will. Und jetzt im Moment will ich den Käfig haben. Oh mein Gott, endlich, Gott sei Dank. Huh. Wir haben es geschafft. Ohne dass jemand stirbt. Ist das nicht schön? 1800 XP. Jetzt weiß ich auch, warum das so viel gibt. Level up, level up und level up. Der hat wahrscheinlich sogar 2 Level ups. Gleich mal nachsehen.
Durran, unser Wächter. Mach mal lieber das hier. Heilst du besser. Gar nicht so schlecht. Jägern war nicht dabei, Lumberjack war nicht dabei. Pater Joe. Ist unser Bastler, ne? Genau. Dann... Dann mach doch mal das Lamm. Oh, das Lamm, ja. Mike Connor war nicht dabei. Aber Jimmy war dabei. Jimmy kann noch nichts. Gut, dann kann ich mir ja frei auswählen, was ich möchte. Da ich davon ausgehe, dass Pater Joe bald das Zeitliche segnen wird, darf er mal der neue Handwerker werden. Gut. Wo soll ich denn jetzt hin? Aufbrechen. Wir waren jetzt hier oben fertig, das heißt, wir gehen mal zurück zum verfallenen Anwesen. 108 Nahrung. Jesus. Gibt's da viel Ressourcen? Ne, gibt's hier viele Ressourcen? Nahrung normal. Die wogenden Weiten. Gibt's hier nicht irgendwo die Möglichkeit... Ich kaufe mir einfach hier Nahrung. Ich laufe jetzt schnell hier rüber, kaufe mir Nahrung. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Dann kann ich auch die Sidequest gerade mit annehmen. Und dann gehen wir runter zu dem anderen Ding. Der folgende Jäger hat Verderbnis erlitten. Schlechtes Bein, Bewegungsreichweite minus 1. Na, das ist ja scheiße, Barnabas. Anfällig gegenüber Schnittschaden. Oh mein Gott, was ist er für ein Plepp? Nahrung, Nahrung. Das ist 200 Nahrung. Ja, nice. Bist dabei. Vielen Dank. Willkommen, Jäger. Ich habe Neuigkeiten für euch. Meine Herren haben entschieden, dass sie euch einer Prüfung unterziehen wollen. Eine Prüfung. Es geht darum, etwas zu beweisen. Dabei handelt es sich um die Prüfung des Schwarzen Ritters, damit auch ihr zu einem Schwarzen Ritter werden könnt. Damit würdet ihr zu den wenigen Qualifizierten gehören, die dem Haus Blackwell dienen dürfen. Seid ihr bereit für die erste Aufgabe? Sind wir. Gut, trefft mich im Geisterwald, um zu beginnen. Dort erhaltet ihr eure erste Aufgabe. Gut, dass wir erst hier aufgegangen sind, weil so können wir das jetzt alles verknüpfen. Jetzt renne ich hier runter die Schenke. Und gebe die Quest ab. Und dann können wir das nächste Mal im Geisterwald dann die Sidequest machen. Das scheint mir schlau zu sein. Und hepp. Galopp, galopp, let's go. Schneller, ihr Pferde, schneller. Yes. Habt ihr sie gefunden, Jäger? Jawohl, meine Dame, wir haben befreit, wen wir konnten. Aber viele waren bereits tot. Und wie sind sie gestorben? Was ist geschehen? So wie es aussah, hat man sie ausbluten lassen. Wir stießen auf ein Becken voll Blut. Allem Anschein nach war alles Teil eines abartigen Rituals. Eure Augen haben euch nicht getäuscht. Die Beschreibung passt zu den alten Zeremonien. Mein Haus hat in der Vergangenheit viele schreckliche Fehler begangen. Doch der größte davon war, das Licht zu verraten. Die Ältesten der Blackwells dienen der Dunkelheit. Im Laufe der Zeit empfingen sie fürchterliche Segen und Flüche für ihre Opfergaben. Sie sind mehr Bestie als Mensch und beinahe unsterblich. Was ihr dort vorgefunden habt, bestätigt meine Befürchtungen eines neuen und gefährlichen Vorhabens. Wie lange lebt eure Familie schon mit dem Geheimnis? Wenn jemand in der Stadt das herausfinden sollte, dann... Yes. Sie würden versuchen, uns auszumerzen, ja. Es wäre nicht das erste Mal, aber damals kontrollierte mein Haus alle Organe des Gesetzes in der Stadt. Diejenigen, die es wagten, Gerüchte zu verbreiten, wurden hingerichtet. Aber das ist alles eine Ewigkeit her und wir sind nicht mehr unverwundbar. Dieses Ritual, ich weiß nicht, was es bedeuten soll. So etwas haben sie noch nie getan. Sie planen etwas und wie es aussieht, bleibt es an mir hängen, sie aufzuhalten. Aber dafür benötige ich eure Unterstützung. Wie kann ich helfen? Ich benötige ein bestimmtes magisches Artefakt. Ein Dolch, um genau zu sein. Er war ein wertvoller Besitz meines Hauses. Doch als die Ältesten sich der Dunkelheit verschrieben, wurde der Dolch für sie zu einer tödlichen Gefahr und zu einem mächtigen Instrument für ihr Verderben. Also hat man ihn versteckt. Und wo wurde er versteckt? Hunter. Genau das müsst ihr herausfinden. Es gibt im Randbezirk einen Schmuggler. Wir haben schon öfter Geschäfte mit ihm gemacht, um verlorene Wertgegenstände und gestohlene Ware zurückzuerlangen. Ich hatte mit ihm bereits Kontakt bezüglich des Dolches. Er sollte inzwischen ein paar Informationen über seinen Verbleib gesammelt haben. Geht zu ihm, Jäger. Findet die Klinge und bringt sie zu mir zurück, bevor es zu spät ist. Gerne.
Allerdings erst das nächste Mal. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link, dort gibt's die gesamte Playlist zu Elder's Blood. Wenn ihr lieber was anderes auf meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link, dort gibt's eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jagger, ich sag noch einmal vielen Dank fürs Zusehen, vergesst nicht euren Wuffel zu füttern und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!